Sehr schön. Jetzt, wo die Piraten geschlagen sind, können wir Silvers Flaggschiff weiterverfolgen und der Sache auf den Grund gehen. Ich rufe den tapferen Captain des Schiffs der königlichen Marine. Bitte nehmen Sie den Dank des gesamten prokionischen Volkes entgegen. Es war uns eine Ehre, Sir. Wir müssen jetzt allerdings sofort die Verfolgung des Flaggschiffs der Piraten aufnehmen und sie daher wieder verlassen. Aber was ist denn mit unserer Sicherheit? Das Waffenstillstandsabkommen verbietet uns den Gebrauch von Waffen in ihrem Territorium. Wir dürfen uns nicht mal gegen Banditen verteidigen, wie jene, die unsere tapfere Eskorte vernichtet haben. Ich kann Ihnen anbieten, Sie wenigstens zur Andockstation Grand zu begleiten. Wäre das für Sie akzeptabel, Herr Botschafter? Mehr als akzeptabel. Damit stehen wir noch tiefer in Ihre Schuld. Sicherlich werden diese feigen Banditen es nicht mehr wagen, uns anzugreifen, wenn wir unter dem Schutz Ihres Schiffes stehen. Ich möchte hinzufügen, dass wir den Verlust Ihrer Kameraden zutiefst bedauern. Wir werden Ihre gedenken. Das wird für Ihre Familien sicher ein großer Trost sein, Herr Botschafter. Bitte formieren Sie sich hinter meinem Schiff. Wir nehmen Kurs auf die Andockstation Grand. Halbe Fahrt voraus. Halt! Lege Kurs an! Ja, noch hier. Hi! Lege Kurs an! Heute stand ich zum ersten Mal einem Prokionen von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Ich wäre froh, diese Erfahrung als angenehm beschreiben zu können, aber ich kann es nicht. Sie waren zwar höflich, aber sie hatten irgendetwas an sich, ich weiß nicht, etwas Raubtierhaftes. Der Botschafter schien äußerst dankbar zu sein, dass wir noch rechtzeitig gekommen waren, um sie vor den Piraten zu retten. Er bot mir sogar an, es nach der Vertragsunterzeichnung gegenüber der Königin zu erwähnen. Die Krieger jedoch sagten kein Wort. Sie blickten nur stumm auf uns herab. Vielleicht ist es ihnen verboten zu sprechen. Der prokionische Botschafter betonte, dass der Waffenstillstand es ihm verbiete, selbst die Piraten zu bekämpfen. Aber ich glaube ihm nicht. Als wir das prokionische Flaggschiff verließen, bemerkte Mr. Onyx, dass die Abdeckung des Sternenwerfers entfernt worden war und das Geschütz selbst Anzeichen von Gebrauch zeigte. Wenn nicht auf Piraten, auf wen hatten sie dann geschossen? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber alles, was wir sahen und hörten, steht auch in meinem Bericht an die Admiralität. Inzwischen haben wir den Auftrag bekommen, eine Erkundungsfahrt zu den Rändern des Inselterritoriums zu unternehmen. Das ist ein Gebiet, das von unzähligen, meist unerforschten Inselgruppen und Ketten durchzogen ist und eine natürliche Barriere in der Mitte des Königreichs darstellt. In diesem Gebiet sind in letzter Zeit zahlreiche Zivil- und Handelsschiffe verschwunden. Die Admiralität schickt uns dorthin, um nach Spuren dieser Schiffe zu suchen. Mission 6. Die mag ich auch nicht wirklich gern, wenn ich ehrlich bin. Ich mag hauptsächlich die Mission. Diese Inseln sehen nicht sehr einladend aus, Sir. Ja, ich kann mir vorstellen, wie leicht man sich dazwischen verirren kann. Ihr habt es ja gerade schon gesehen. Und das hier seht ihr auch. Ein riesiges, sehr großes schwarzes Loch. Was ihr da seht, das sind Minen. Die können wir uns entweder... Wir können uns entweder den Weg freischießen, weil größere Schiffe wie das hier... Captain, ein Minenfeld! Abwehr. Wir müssen uns den Weg freischießen oder drumherum segeln. Piraten voraus! Piraten, wie was? Oh, da. Piraten. Ei, lege Kurs an! Ich weiß, dass der Pfeil übrigens in diese Richtung zeigt, aber der zeigt direkt ins Zentrum vom schwarzen Loch. Und ich kann mich entweder entscheiden, irgendwie kürzeren Weg.
schwarze Loch zu fahren, oder mit längeren. Der Strecke wesentlich gesündere. Diesen Weg habe ich nur ein paar Piraten. Dem anderen habe ich Drachen. Gegen Drachen kann man nicht wirklich was machen. Kann man nur mit ein bisschen Geschütz. Das Schiff zerstört! Das ist schon alles. Besiegen kann man die nicht. Und die stecken einem immer so schön ein Schiff in Brand und ja. Ei! Lege Kurs an! Schon mal gern zwei Segel und einfach. Geschwindigkeit! Und ich brauche mein Schiff bei guter Gesundheit, wenn ich da am Ende der Mission stehe. Maschinen auf höchste Notfallgeschwindigkeit! Ei! Lege Kurs an! Da kloppe ich mich lieber mit ein paar Piraten, die ich wenigstens besiegen kann. Und da vorne ist etwas auf dieser Insel gestrandet. Och, die wollte ich jetzt nicht anklicken. Die kleine hier. Ein Schiff. Schauen wir uns doch mal an. Kursänderung jetzt! Captain! Verlassenes Schiff gesichtet! Wir überprüfen es. Steuermann, bringen Sie uns längsseits. Kursänderung jetzt! Sir, dieses Schiff ist durch Geschützfeuer schwer beschädigt worden. Irgendwelche Vermutungen, wer das war oder wo die Mannschaft geblieben ist? Schwer zu sagen, Sir. Aber wenn ich mir diese Hakenspuren ansehe, tippe ich auf Piraten. Das Schiff ist eindeutig geentert worden. Sie haben das Schiff wohl zu sehr beschädigt, als dass es sich noch gelohnt hätte, es zu stehlen. Hoffen wir, dass es der Mannschaft gut geht. Wo immer die jetzt ist. Ei, lege Kurs an! Das ist die Frage, wo waren die... Maschinen auf Notfallgeschwindigkeit, Sir! Da muss ich hier auch noch außen rumfahren. Ich meine, dass ich hier außen rum muss. Aber ich versuch's mal. Wenn ich Minen sehe, dann... Ah ja, Ei, lege Kurs an! Da will ich auch außen rumfahren. Ich kann mir den Weg zwar freischießen, aber das dauert immer ein bisschen. Sind diese kleinen Geschütze da unten, die wehren sämtliche Torpedos und Minen ab, die mir zu nahe kommen. Wenn da allerdings zu viele auf einmal kommen, können die da auch nicht mehr allzu viel machen. Ei, lege Kurs an! Ich hab das mal gesehen, wie die Mine explodiert. Die machen Schaden. Wenn man denen zu nahe kommt, dann Sir! Sie Piraten voraus! Lege Kurs an! Feuer! Der Torpedoboot trifft aber auch nicht. Kursänderung jetzt! Ein Minenfeld. Wir müssen uns den Weg freischießen oder drumherum segeln. Das fällt immer noch früh auf. Segel beschädigt! Feuer! Feuer! Alle Mann an Deck! Energienetz in den Segeln oder? Nee, das ist nicht. Ei! Lege Kurs an! Ist ja gut. Geschwindigkeit. Ich habe die Kämpfe hier schon wesentlich knapper gewonnen. Kursänderung jetzt!
Minen schon wieder zu nahe gekommen. Okay, du bekommst deine Gesundheit ja nicht mehr ganz so toll aus. Ja, mal schauen, wie weit sich das wieder repariert, bis ich am Ziel bin. Kursänderung jetzt! An Bord. Nichts Schlimmes. Wenn da was brennt, sollte man das nicht immer gleich so auf die... Ja, ist nicht so schlimm, sagen wir es mal so. Wenn irgendwo größere Feuer sind, das ist schlimm. Das gibt nämlich dauerhafte Schäden, wenn es nicht rechtzeitig gelöscht wird. Und das sind vor allem... Kursänderung jetzt! Dass sie das Feuer mal schnell auskriegen. Und jetzt können wir endlich mal dem Pfeil direkt folgen. Ich kann hier mal zeigen, wir haben hier unten gestartet. Wir hätten natürlich hier durchfahren können, wo die Drachen sind. Oder Schwarzes Loch, Sir! Haben, ei, ei, Abstand halten! Kursänderung jetzt! Schwarze Loch ist ziemlich, ziemlich groß. Nur sofern man einigermaßen Abstand hält dazu, geht's ja. Oh, Piraten. Ei, lege Kurs an! Piraten voraus! Das müssen Späher sein. Wir müssen sie fangen, bevor sie weitermelden können, dass wir kommen. Alle Schiffe volle Kraft voraus! Einsatztrupps, fertig machen! Feindliches Schiff zerstört! Oh. Die Torpedos sind angekommen und wir haben gereicht. Piratenschiff aufgebracht und Mannschaft gefangen genommen. Sehr gute Arbeit. Haben Sie irgendwas aus ihnen herausbekommen? Sie hatten viel zu erzählen, nachdem ich ihnen klargemacht hatte, wie groß so ein Drache und wie klein ihr Rettungsboot ist. Offenbar gibt es einen Reparaturstützpunkt nördlich von hier, auf dem die Entführten festgehalten und die gekaperten Schiffe wieder instand gesetzt werden. Gut gemacht, Mr. Onyx. Gehen Sie auf nordwestlichen Kurs, halbe Fahrt. Ich will versuchen, mich an dieses Piratennest anzuschleichen. So. Ei, lege Kurs an! Na dann, schauen wir uns dieses Piratennest mal an. Das ist nämlich ein etwas größeres. Torpedoboot sieht echt nicht gut aus. Ich bin am Überlegen, ob ich es da lassen soll, weil ich will es nicht verlieren. Aber mal schauen, ob es so geht. Irgendwie muss es ja gehen. Schon ein bisschen was. Ei, lege Kurs an! Sag mal, ist das Ding langsamer als ich? Das kommt mir nämlich bald so vor. Ei, lege Kurs an! Sir, dieser eigenartige Insel vor uns muss der Piratenstützpunkt sein. Wow, was sagt man denn dazu? Das sieht ja aus, als ob die hier eine Kriegsflotte aufbauen.
Es hat ganz den Anschein, Sir. Wir sollten schnellstens zur Marineposten Regina zurückkehren und darüber berichten. Da haben Sie wohl recht, Mr. Onyx. Wir... Halt! Sehen Sie dort! In dem abgetrennten Bereich da werden bestimmt die Besatzungen der gekaperten Schiffe gefangen gehalten. Wir können sie nicht im Stich lassen. Was ist, wenn die Piraten mit ihnen abziehen, bevor wir mit Verstärkung wieder hier sind? Das heißt also, Sie beabsichtigen anzugreifen, Sir? Seien Sie nicht so miesepeter, Mr. Onyx. Wir können die Takelage der Piraten treffen, während sie noch am Kai festgemacht sind. Dann gehen wir rein und schießen mit unseren Kanonen die Tore in den Palisaden auf. Bis die Piraten ihre Segel repariert haben und auf Geschwindigkeit gekommen sind, haben wir schon wieder gewendet. Die Gefangenen nutzen das Durcheinander, um auf ihre Schiffe zu gehen und uns zu helfen. So einfach ist das. Sehr wohl, Sir. Alle Mann auf Gefechtsstation! Wir greifen an! Wir greifen an. So, schön auf die Takelage zielen, ne? Solange ich nicht angreife, bemerken sie mich vorerst mal nicht. Also, Feuer. Feuer! Ei, ei! Patrouillengeschwindigkeit, Captain! Rauskriegen. Feuer! Geh auf Patrouillengeschwindigkeit! Gut gezielt, Leute! Das Tor ist offen. Beschäftigt die Piraten weiter, bis die Gefangenen mit ihren Schiffen in den Kampf eingreifen können. In den Segeln! Feuer löschen! Kursänderung jetzt! Jetzt hält uns die Firma an die Schiffe. Die geschützte Transformation ist irgendwie schon, das ist nicht so toll. Feuer! Brauche ich doch noch. Feuer! Alle Mann an Deck! Energienetz in den Segeln! Energienetz in den Segeln wird durch zerstört! Für kurze Zeit. Jetzt wir es allerdings über die Segel meiner Gegner jetzt nicht. Die Energienetze hören irgendwann auf zu wirken. Feuer löschen! Sowieso. Lege Kurs an! Das ist die Lösung. Funktioniert aber nicht. Sämtliche Piratenschiffe wurden zerstört oder eingenommen.
Alle Gefangenen konnten gerettet werden. Ein großer Erfolg. Mr. Onyx, lassen Sie die zivilen Schiffe einen Konvoi bilden für die Fahrt zurück zur Marineposten Regina. Ich gehe mit einem Trupp an Land und versuche rauszukriegen, was die Piraten mit diesem Stützpunkt eigentlich bezweckt haben. Lass das Buch noch durchlaufen und dann mach ich nach. Da die Piraten geschlagen und hinter ihren eigenen Palisaden gefangen waren, konnte unser Trupp ihren Stützpunkt ungestört durchsuchen. Die Piraten waren besser organisiert und ausgerüstet, als ich es je für möglich gehalten hätte. Zum Glück waren sie auf unseren Angriff nicht vorbereitet gewesen, sonst hätte der Kampf anders ausgehen können. Je länger ich ihren Stützpunkt inspizierte, desto klarer wurde mir, dass sie tatsächlich eine Kriegsflotte aufbauten. Aber der größte Schock erwartete mich, als ich das Quartier des Kommandanten der Piraten durchsuchte. Unter Dutzenden von Seekarten und Aufzeichnungen, die die Routen der Handelsschifffahrt in den heimischen Quadranten enthielten, fand ich eine einzelne, verhängnisvolle Nachricht. Captain Fulsom, es ist bald Zeit zum Losschlagen, Sie alter Weltraumhai. Segeln Sie mit Ihren Schiffen zum Hauptstützpunkt und vereinigen Sie Ihre Kräfte mit meinen und denen der anderen Piraten. Es gibt fettere Beute zu machen, als irgendwer sich vorstellen kann, wenn alles klappt. Captain John Silver. Ja, immer wieder Captain John Silver. Mission 7. Aber gut, das machen wir. Fertig machen zum Anlegen am Marineposten Regina. Mr. Onyx, Sie haben das Kommando, solange ich dem Stützpunktkommandanten Bericht erstatte. Denn ich mache jetzt angekündigt eine kleine Aufnahmepause und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, ob das wieder folgentechnisch irgendwie jetzt zum Schnitt kommt oder ob das in der nächsten Folge ist. Vielleicht seht ihr mich auch gleich im Anschluss wieder. Ich weiß es jetzt noch nicht. Jedenfalls, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß!